beschwärzen. So, gucken wir mal, was hier der Plan war. Ich glaube, das ist die, den Sensor haben wir da reingelegt, ne? Ja. Wir müssen nur noch einen Sensor anbringen. Der war im Händlerfeld. Empfehlungsschreiben für den Drogenlieferanten. Am Ende des Briefes ein merkwürdiges Wort, etwas wie D. Declan. Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Buch des Magiers aus dem Turm. Allem Wahnsinn zum Trotze kam also zu erstaunlichen Ergebnissen. Er kam zu dem Schluss, dass er das Geheimnis der Belebung unbelebter Materie lernen würde, wenn er lernt, Energie zu beleben. Also führt aus, dass ein Golem nun funktionieren kann, wenn er mit der einer lebendigen Macht erfüllt ist, die den göttlichen Lebenshauch nachahmt, mit einer Seele. Der Hexenmeister hatte keine Gelegenheit, seine Forschung zu beenden, aber mit seinen Experimenten löste er das Geheimnis von Donner und Schild. Also konnte lebendige Blitze herbeirufen, die ihr Ziel aufspüren und verfolgen und einen lebendigen Schild beschwören. Die Narren sahen seine Entdeckung nur als Waffe, mächtiger noch als der Wisch von Maridbor oder der berüchtigte Kostchai. Freilich ist mir ganz klar, dass also Donner nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Erschaffung eines vollkommenen Wesens ist. Das kennen wir. Was für ein Friedhof. Spalten wir sie nach Salamanderbrosche. Muss man gleich jetzt Alkohol. Schlüssel ohne Ende. Ist noch was. Von der Bürgerwehr der Stadt ausgestellter Freibrief. Dies Briefe hat das Recht, sich trotz der Ausgangssperre zwischen Morgengrauen und Dämmerung auf den Straßen des Händlerviertels zu bewegen. Ah. Großmütterchens. Was haben wir hier? Großmütterchens eingelegtes Gemüse. Oh Mann. Die haben uns das ganze Inventar vollgemüllt. Okay, die Fangzähne hatten wir eigentlich. Ich bin so heiß. Manche bleiben wach, damit andere schlafen können. Hier wieder. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber wir müssen den Empfang ein bisschen herauszögern. So, ich mich erinnere. Das kommen wir. Kommen wir die Kühen weg. Einzelbier verkaufen. Zweier. Oh mein Gott. Wie viel Zeug. Was ist das eigentlich? Ich hab da gar keine mehr. Tiere sind ein Vermögen wert. Ja, was soll's. Er will sie nochmal studieren. Darauf meine ich, ein so belesener Edelmann wie er würde ihren Wert gewiss erkennen. Der Dummkopf kennt ja kaum das Alphabet. Na eben.
Ich habe ihm so geschmeichelt, dass der Narr den Dreck gekauft hat. Unglaublich. Ein Haufen Dreck als königliche Dokumente verkauft. Meine Eier, Junge. In letzter Zeit wimmelt es hier nur davon. Übertreibt es nicht. Noch habe ich niemandem was getan. Aber wir sammeln ja auch alle so ein und verkaufen ja. Dass alle Bräute zu mir kommen. Und wer nicht kommt, kriegt er. Habt ihr euch. Dann gehen wir mal in die Kloaken runter. Kaufmannsviertel. Dank des Freibriefs kann ich mich trotz des Notstandes tagsüber auf den Straßen von Visima aufhalten. Keine Ahnung, wo Carmen ist. Zehn haben wir eigentlich nie wieder gefunden. Weil das wird Declan sein. Geht los. Rechts rum. Ist ja hier auch nichts. Also Erfahrung geben die mir wahrscheinlich nicht mehr. Feuerstelle und ein Ghoul.
mal hin. Kultisten oder was läuft. Ob die respawn sind oder ob die einfach alle tot sind. Na, wie immer. Was weiß ich. Niemand mehr reingekommen. Ja, aber da könnt ihr das schon immer nehmen. Hat er auch noch nicht hin. Die hab ich ja vorher schon mal gesehen. Aber da könnt ihr noch nie hin. Es sei denn, das geht wirklich durch die. Ich weiß aber noch ein Gitter bei dem anderen. Ich habe ja ein paar Schlüssel eingesammelt in der Zwischenzeit. Nee, nicht mehr. Da kommt man nämlich nicht durch. Hier kommt man in die von dieser Knochenspinne oder was? Dieser Kult. Müssen wir mal eine Katze schlucken. Mein Wagen ist tot. Oh, hier gibt's auch wieder keine. Aufgang. Da war glaube ich alles umgebracht. War dieser Ausgang hinter dem Dingen. Karte kann ich auch nicht mehr. Und uns was oben rechts angezeigt hat. Pilze, aber sonst gibt's ja auch nichts. Also die Spinnen, die haben wir komplett ausgelöscht. Ja. Auch wie die Geräuschkulisse im Hintergrund sehr cool ist. Da geht's auch irgendwie raus.
versuche gerade wieder zurückzukommen. Da rechts, guck mal oben rechts auf der Karte. Weil nee, hier ist nichts mehr. Die haben einfach alle umgebracht. Keine Ahnung, ob die jemals Relevanz hatten. Diese Knorrspinnen-Dings. Gemeinschaft. Der Ausgang, das war's. Es sei denn, ich muss da ein Artzeichen machen. Oh, nee, ne? Kann ich das überhaupt? Oh, jetzt ist alles zurückgesetzt. Scheiße. Ist jetzt egal. Komm mal, wer wolle hier? Kann nicht genug Gehirn haben. Es sei denn... Der hätte ja mal früher drauf kommen können. Okay. Speichern? Doch. Oh, ein Otto der Macht. Na los. Ding und dir auch? Ja. Hi Leute. Läuft denn so? Verschwindet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an, verzieht euch. Agnus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistek abgreifen. Verschwindet! Genau, Jethro. Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistek abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Angus haben wir umgebracht. Das ist ein Privatgrundstück. Na, Fistek wird es nicht sein, Salamandra wird es nicht sein. Ich tippe auf Flamme oder Dorn. Dorn. Tretet ein, aber macht keine Dummheiten. Jawohl. Und bestellt Angus einen Gruß. Sagt Angus, ich will mein Gold. Oh, ein Gruß, ich will mein Gold. Sehr gut. Oh, haben Sagt wir richtig Angus, geraten. Ich will mein Gold. Jesus. Ich habe echt pur geraten. Ich wusste es nicht, weil Angus hatten wir verfolgt, dann gestellt und umgebracht. Aus Versehen. Gut, geht rein, aber macht keinen Ärger. Wie viel Fistech wollt ihr denn? 1 Pfund. Wir lassen euch wissen, wenn es fertig ist. Geht zu den Chemikern am Ende des Flurs, letzte Tür links. Macht ihnen Dampf, dann kriegt ihr eure Ware schneller. Wo ist der Boss? Unterwegs. Er überwacht die Transporte. Hab ihn zuletzt vor einem Monat gesehen. Wow, das ist groß hier. Wie langweilig. Wow. Ich kippe schon ab hier. Oh, wir sind aber gut, dass wir hier reingekommen sind. Verschwindet. Müssen wir nicht alle umbringen. Boah, hier wäre echt viel los gewesen. Wie langweilig. Salamandra Schlupfwinkel. Auf jeden Fall gucken wir uns alles an, ne? Boah, was hier alles los ist. Aber wir können alles ankrabbeln.
Schlaf weiter. Und keiner behelligt mich, wie geil ist das. Nur weil wir das Passwort richtig geraten haben. Aber ich schätze, wir sind mittlerweile schon ziemlich stark. Wir sollten eigentlich auch so erledigen. Wie langweilig. Jetzt haben wir natürlich die dumme Katze auch drauf. Ich glaube, da hinten sollen wir sowieso hin. Und da noch ein Raum davor. Dass wir schon alles geklärt haben. Ah, ist der gleiche Käse. Ja, wenn man so 50 Schränke mit 8 Ohren ausplündert, das macht sich auch. Rechts? Machen wir Meuchler. Bleibt wachsam. Ich weiß nicht, wie weit ich hier rein da. Wo scheint eigentlich alles? Zugang. Oh, hier ist wieder eine Brosche. Wie langweilig. Okay, das ist wichtig. Oh, ist ja auch dunkel hier, ne? Also im Grunde können wir die Katze auch noch drauf lassen. Nicht rum. Oh, ich dachte gerade, die machen sich fertig hier. Oh, hier ging es besser. Echt abgegangen, ne? Wessen Organisation ist das denn, wenn das nicht die... Oder sollen das die Salamandra sein, ja? Ja, das sind jetzt hier die Salamandra oder was? Und ich bin hier mitten in dem Hauptquartier. Hab mich mit dem Passwort von Angus eingeschlichen. Das ist halt genau, wo ich hin will. Eigentlich muss ich halt umbringen. Was? Wie langweilig. Oh, hier nochmal schnell. Oh, guck mal, wie weit das noch geht. Da unten ist noch mehr Karte. Das geht noch echt, echt weit. Auf der Minikarte war südlich noch mehr geil. Okay, die muss ich jetzt her. Bleibt wachsam. Da ist eine Kiste. Da werden die Chemiker. Ja! Meine Eier jucken. Wie die Zwerge. Ja! Aha, jetzt gibt es überall Hundeteile. Ja. Meine Eier jucken. Chefchemiker. Wo wird man noch was essen? Ja! Aber damit der Kram weg ist. Meine Eier, Junge. Ja, alles weg. Ja! Reden wir mal mit dem. Ich schlafe nicht, ich arbeite, wirklich. Ich bin nicht hier, um euch zu kontrollieren. Bitte sag denen nicht, dass ich geschlafen habe, die würden mich schlagen. Keine Sorge, ich werde niemandem etwas sagen.
Danke, nehmt das. Es ist ein Rezept. Ich fand es unter Ihren Papieren. Zumindest nochmal so wieder Petrus Wunder tragen. Meine Eierjung. Oder? Den kann wir schon. Den hier. Habe ich schon mal durch eine Quest bekommen. Okay, besonders hier hin. Was ist jetzt mein Auftrag? Ich muss mich in dieser Bude nach Dokumenten umsehen. Denk mal an die Kiste, lassen wir mich nicht ran, oder? Bleibt wachsam. Hab ich schon gedacht. Kann man mit denen reden? Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Oh. Wo rein? Was denn? Wollen wir doch alle umbringen. Kann man mit denen reden? Verschwindet. Sei nicht so. Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Wir behalten euch im Auge. Okay. Wie langweilig. Ich glaube gleich jetzt ab. Wie langweilig. Prüge mir mal eine Schwalbe rein und setz mal meine 25 echten da. Bewegung! Außer uns darf hier niemand rein. So, komm her. Verschwindet. Da war irgendwie ein Bewegung! Trick. Außer uns darf hier niemand rein. Macht ja keine Dummheiten. Okay, wir haben Schlüssel. Ein Brief von Galad Bearham. Okay, das hab ich mir gedacht. Autsch. Da haben die zwei Schwerter. Nehm das! Also ich geh hier fett Gruppenstil rein. Mitgekriegt haben. Die haben auch alle nur random Zeug. Jetzt sagen wir wieder wo was. Interessantes hinten, Leute. Sollte schwer. Das sind alles so die Köpfe von den Leuten, die hier noch so rumliegen. Lass das gleich mal untersuchen. Brief von Gellert Blindheim. Unser Lager im Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistek zu gewährleisten. Das muss sich schnellstens ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Doch jetzt zu anderen Dingen. Gellert Blindheim, von dem habe ich noch nie gehört. Was ist das? Diamantenstaub. Haben wir schon gelesen. Genau. Ich frage mich, ob ich mich hier rauskämpfen muss. Der geht mal hier rum.
zwei Falsche alle kämpfen sollen und ich will auch gleich alle umbringen. Die trainieren da. Das klang jetzt nicht sehr freundlich. Nein. Sterb, Bastard! Da kommen immer gleich alle mit. Ihr wagt es, dieser Panzer hochzufordern? Ich glaube, das mit den Überresten lassen wir mal. Oder? Ich kann es nicht. Ich glaube, die lassen wir liegen. Das ist auch der gleiche Käse. Er kämpft da. Das. Macht es die Salamander herauszufordern? War das? War einfach ein Soldat. Soldaten, die sind ja auch schon unter. Das ist ja der Ausgang. Können wir denn den vielleicht den anderen Linken Bescheid sagen, dass hier keine mehr Meuchler mehr sind und sie verschwinden? Ja, die krieg ich aber nicht. Die Grünen hier sind ein bisschen schwerer. Da waren dann noch Bärenfett dabei. Eine russelige Birne. Noch mal kurz an den Chemikern gucken. Jetzt den Bescheid sagen, weil das waren ja alles keine Menschen. Ah, von da. Das war die Axt und das ist ja auch eine Müll drin. Ja. Wenn die mich auch angreifen, sind die natürlich tot. So, hey. Meine Eier. Ich will schlafen. Die machen hier in aller Ruhe weiter Fisting, während ich alle rüber. Ja! Jetzt noch ein bisschen strecken? Fast fertig. Ich weiß, wir sind im Verzug. Jetzt noch ein bisschen strecken? Fast fertig. Meine Eier, ja. Okay. Typische Chemikerbude. Mal raus, ja. Also hätten wir sowieso alle umbringen müssen, aber wir haben zumindest zu Anfang das Passwort gewusst, das war schon mal cool.
Also da war kein Möglichkeit, an eine Truhe zu kommen, ohne die umzubringen, glaube ich. Gute Arbeit, Hexer. Ah, Jethro. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ha! Ha! Tschü! Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit. Kümmert ihr euch um Gellert? Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber erteilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns noch um Gellert kümmern. Fistech, mach dein Gehirn weich. Ich erledige das. Macht euch bereit, Geralt. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Ja, bin schon wieder ganz schön toxisch. Ich will von euren Fortschritten hören. Boah. Lass mich doch mal raus sein. Na gut. Die Visima-Verbindung. Laut Gellerts Brief erfolgen die Lieferungen der Zutaten in den Kloaken. Da steht, dass es bei dem großen Gitter ist, was auch immer das zu bedeuten hat. Die Zutaten werden geliefert, was auch immer sich hinter dem großen Gitter in den Kloaken befindet. Gut, machen wir. Wir können auch nach Vincent. Meine Füße schmerzen. Muss ich nur noch rechts, rechts. So, das machen wir mal. Scheiß auf die Ertrunkenen. Nee, ehrlich, ich hab genug Gehirn. Und notfalls können wir hier immer wieder schlachten. Von der Wand. Ich weiß nie, wann man das braucht. Das hat nämlich Rubdeldo oder wie das Ding heißt. Bitte. Na, ich wollte mal kurz mit Vincent reden. Dass wir den Jethro stoppen auch noch, also. Habt ihr etwas Geld übrig? Ich kann dir nichts geben, du hast keine Interaktion. Bist du irgendwie ein Händler? Ja, hier ist er, ist Händler. Guckt er denn? Essen und so an? Ah, ich weiß, wo wir Essen loswerden. Unser neues Zeug. Brauchen wir auf jeden Fall. Wachst, meine Schönen. Ich
glaube, wenn man die eine Weile nicht erntet, dann sind auch da noch einmal zwei oder so da drin. Shani zufällig hier? Wir werden alle sterben. Es ist eine Art Fluch. Hey du. Ist alles gut, Geralt? Ja. Lebt wohl. Ich habe erst ein Viertel Toxic. Ich noch ein bisschen auf. Jetzt geht's mir ab. Ganze Schweinefleisch. Schinkenbrot. Hammelbeine. Schnell das läuft. Fisch. Ihr seid gegrüßt, Schwester. Und Birne. Das war's. Ich hatte die ganze Nacht Dienst. Bei meiner Ehre, eine schönere Frau sah ich nie. Eigentlich schon geredet? So, und hier? Na. Und hier ist auch nichts zu finden, oder? Also in der Reihenfolge, wie mit der man die Quest war, ist meistens egal. Und Münzen. Wo ist Vincent? Tagsüber steht er normalerweise immer hier. Wir sind ja jetzt Kapitel 3, den müsst ihr erstmal finden. Du hast recht. Dem zeig ich's. Jawohl, Gärtner. Ich vergeude meine Zeit. Wie ein Pech. Es kam zu neuen Massakern im Anderlingviertel. Die Rauten? Was? Die Anderlinge sind alle gleich. Wenn man es hier verkaufen kann. Na los. Der hat nichts Neues. Garantiert nicht. Wahnsinn. Die Elfen sind am schlimmsten. Das ist ein Schmarrn, für den auch nichts Neues. Warum warten und hier verrotten? Mit Soldaten schon mal wieder geredet? Ja? Lebt wohl. Keine Ahnung, wo Vincent sich rumtreibt. Ach, ich habe die Kraft nicht mehr. Haben wir eigentlich neues Zeug? Darf ich mich wie ihr wollt? Oh ja, so viel von. So, noch die gleiche.
kein Witz. Ein Ritter. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Ja, auf jeden Fall. Naja, keine Ahnung, wo der ist. Dann machen wir die alle. Hilft nix. Jetzt einmal ganz rum. Ich wüsste jetzt nicht, ob hier Vincent noch irgendwo wäre. Wollen wir mal. Wir müssen dann wahrscheinlich auch noch in den Sumpf. Hey, lass mich in Ruhe. Dann links. Oh, wer ist da? Das jetzt hingepackt. Den Meuchler deutlich habe ich doch schon. Noch ein Salamander-Broschen. Ah ja. Und der Meuchler da. Illegales Schwert. Können wir den hier empfangen? Weiß nicht, ob das gut ist. Ein Stahlschwert, das dem Kampf gegen Menschen dient, unwirksam gegen Meister und Ungeheuer. Blut und Präzisionstreffer plus 30. Ein Schwert. Aber guck mal, was wir haben. Schaden plus 30, dann alles plus Entwaffnen plus 20. Das ist viel besser. Zwei Dolche. Schwer bewaffnet. Ich sollte mit Dietro sagen, dass ich Gerard getötet habe. Erklärt Leichnam, falte ich ein seltsames Amulett, das mit einer Reihe Lettern beschriftet. Ich sollte Dietro sagen, dass ich Gerard getötet habe. Hab ich? Schlüssel zu Salamandra-Code. Eine hölzerne Dechiffrierungsvorrichtung, die mit seltsamen Symbolen verziert ist. Wird verwendet, um verschlüsselte Dokumente zu entziffern.
Königlicher Freibrief. Der Inhaber dieses Dokuments darf sich auf Geheiß Foltest, König von Temerien und so weiter, ungeachtet anderer Vorschriften, nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen der Stadt Lisimo aufhalten. Ah, den haben wir ihm auch abgenommen, glaube ich. Welches Amulett? Oder ist diese Holzschrift das Amulett? Sieht hier nichts amulettig mehr. Das hier zur Dechiffrierung von Dokumenten. Können wir das jetzt richtig? Das hatten wir schon gelesen. Ach, der! Nee, Wefler Siegerring aber noch. Keine Ahnung, wo die ist. Der meinte, wir haben eine Brosche gefunden. Oder ein Amulett. Naja. Das ist noch ein illegales Schwert. Wir machen wir das einmal. Hier die Päckchen. Mal eben putzen. Oh, wir haben auch einen Kleffel, guck mal. So, Gewandhain. Das können wir nicht skillen. Die haben wir alle schon. Ein Ausdauer noch was. Nein, die haben wir alle. Intelligenz haben wir alle. Stärke haben wir alle. Oh, wir können auch hier. Schwips, Immunität gegen schweres Hügelwecker. Nee, willst besoffen campen, finde ich hier nicht so aufregend. ich glaube, ich nehme das mit dem Feuer. Aber eigentlich ist das hier erstmal wichtiger für die alle. Weniger als 15% Vitalität. Alles, was auf Bedingungen ist, machen wir erstmal nicht. Starkes. Einäscherung. Geblendet. Okay, können wir noch schnelles Silber. Aber nochmal Schmerz und Schaden. Und Gruppenbronze. Ein Gegner geblendet. Also. Niederschlag plus 30. Ein Punkt lohnt auch nicht. Wenn der Gegner weniger als 25% Vitalität hat. Nehmen wir das. Und jetzt kommt die Silber. Also welches Silber nehmen wir? Schauen Sie auf Niederschlag. Dann können wir so noch Lehm. Ich glaube, machen die Silber erstmal hier oben. Blendenresistenz ist vielleicht nicht schlecht. Das haben wir schon. Ausweichen plus 20. Können die eigentlich noch mal nehmen. Das war die Haupt durch.
Ausdauer haben wir die beiden auch schon. So. Bauen wir uns nochmal Schwalben. Und das ist alles, was ich brauche. Uns haben wir so ein Nitrofagenöl. Noch eine Katze. Wegen Gift. Vielleicht nochmal ein Geisteröl. Nicht schaden. Jetzt haben wir auch ein paar Sachen wegballern. Jetzt ist unser Inventar immer voll. Aber wen haben die denn hier oben gemacht? Das würde mich mal interessieren. Warum komme ich da nicht raus? So, nochmal zwei Schwalben. Noch eine Katze. Und ein paar Öle hier gemacht. Ich glaube, da bauen wir mal einen Schleifstein da drauf. Wäre auch mal eine interessante Spielweise, den Geralt immer betrunken spielen. Ja. Ja, nee, ist klar. Kann sein, dass wir schneller geworden sind auch durch die ganze Spielerei. Denke schon. Also ja, ich mache mir hier keinen Stress, wir machen alles so langsam und in Ruhe. Also ich mache einfach so lange wie geht, bevor ich wieder neue Quests anfange. Weil nachher müssen wir dann natürlich das ganze Händlerfell abklappern. Dann geht's ja dann auch wieder rund, ne? Und die Anderlinge rebellieren. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Was kann ich hier mitbringen? Es ist kein Zuckerschlecken, wenn man Eltern ist. Ich bin auch wieder alle. Mittlerweile haben wir ganz schön viel von schon. Von diesem Eisenkraut, mein. Ach, jetzt ist er wieder da. Der Mickrige sollte es das nicht wert.
Seid gegrüßt. Lebt wohl. Wir können Jethro nicht verpfeifen. Wie es aussieht. Da. Was wollt ihr? Ich habe den Drogenbaron getötet. Seltsam, dass ihr vor einem Wächter zugebt, einen Menschen getötet zu haben. War nur ein Witz. Ha-ha-tse! Das habt ihr gut gemacht. Ha-tse! Und jetzt nehmt euren Lohn und verschwindet. Ha-ha-tse! Vielleicht solltet ihr verschwinden. Ich? Das verstehe ich nicht. Verkauft noch einmal Fistech. Und ich sorge dafür, dass ihr für immer verschwindet. Schon gut. Seid unbesorgt. Ich gehöre zu den Gesetzeshütern. Lebt wohl, Jethro. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. Hoffen wir mal, dass er den Rat annimmt und sich jetzt aus dem Staub macht. Ich würde ja auch clean. Was für ein Gestank. Gut, haben wir das zumindest abgeschlossen. Ja, für den Zahnarzt, $2 Empfang. Das wollen wir noch nicht machen. Die Quelle, ich habe den Sensor aufgestellt. Es fehlt nur noch einer. Ja, der wäre jetzt hier. Winston hatte nichts. Stich! Der Friedhof hat mir aufgestellt und da haben wir auch noch was von den Toten hier gemacht, glaube ich. Ja. Uns mal merken, wo der Ausgang ist. Hier kommen wir raus. Kaufmannstor. Kräuterkundler. Gasthaus. Friedhofstor. Königin der Nacht. Christmas. Geradeaus ist ein Schmied, vielleicht kann der Händler mir ja noch einen Runenstein verkaufen, wenn ich immer. Ist das richtig? Ah, Kackwetter. Was für ein Wolkenbruch. Hier ist ein Schmied. Die Sintflut ist über uns gekommen. Es zieht ein Sturm auf. Komm mal hier nicht rein. Was für ein hier rum? Das sieht ja wie ein Ofen mal. Sturm auf. Es sollte doch nicht regnen. Kanischer Händler. Exotische Waren aus Serikanien, nach Wurzeln duftend. Ihr seht nicht wie ein Serikanier aus. Arbeiten in der Königsbrauerei Könige? Okay. Oh, Pflanzen der öden Lande. Ja, auf jeden. So was kostet. Cool. Und
Rote Rosen, oder sonst hat er nur Rosen. Gänseblümchen. So. Es gießt wie aus Eimern! Diese Buch folgen des Schwimmer Wolfs Aloe, Zaun drüber, Eisenkraut, Geistblatt. Okay. Wieder was gelernt. Taschenschmied. Seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein? Würde ich einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gerne aufwerten lassen. Ich möchte, dass ihr meine Waffe verbessert. Was braucht ihr dafür? Bringt mir Metallerze oder Runensteine, die in die Klinge eingebettet werden. Was ist der Preis? Ich will keine Steuern und Zunftgebühren bezahlen. Ich nehme lieber Waren im Tausch gegen meine Dienste. Was wollt ihr? Ein Edelstein, der sich für den Griff einer Waffe für den Grafen de Wett eignet. Ein Edelstein. Ich komme wieder. Wo ist die Kneipe? Städtische Kloaken. Gasthof. Kräuterkundler. Okay, so kommt Schmied hin, war hier. Verdammter Fee! Genau, geradeaus. Geht ihr immer mit dem Schwert einkaufen? Großhändler? Ich bin kein Verkäufer, ich treffe meine Geschäftspartner. Okay, das sind wie die Waffenhändler. Buchhändler. Grauenhaftes Wetter. Vielleicht ein gutes Buch? Kämen nur Großhändler. Ich dachte, es kämen nur Großhändler auf den Markt. Auch Einzelhändler machen gute Geschäfte. Ja, gut. So, dann schauen wir mal. Der letzte Wunsch. Jupp. Beschreibung von Gotcha neu und auch oder auch Fischleute. Buch der Mineralien. Wunderbare Welt der Insektoiden. Boah, Vampire, Tatsachen und Mythen. Ich werde arm. Ich glaube, da machen wir gleich noch eine Lesestunde. Geheimnisse des Meisters des Südens. Ja. Normalerweise kriegen wir auch dann nichts Neues. Hier ist noch eins. Fremde Länder. Etliche Regionen der Welt. Darunter Serikanien, Radien und das Kaiserreich Milchka. Puh. Und das hatten wir schon gelesen. So. Wo sollen hier die Händler sein? Der Teufel soll mich holen, wenn du einen Laden unzufrieden verlasst. Was muss ich dann? Schnapsverkäufer? Da mal legt altes Wetter. Ich bin mir sicher, dass es nicht regnet. Das liegt am Regen, sonst würden die hier ordentlich stehen. Kein Hexer, ich steckt eure Frau. Ach, diese Ablenkungen. Natürlich! Ja, ist schon ruhig hier. Ich habe diesen Wolkenbruch nicht genehmigt. Irgendwo links von mir sein. Na, hier, oder ist keiner?
Ah, ja. Nein, man kann hier rein. Stammt Roderick de Wett wirklich aus Nilfgaard? Da hinten ist ein Mensch. Ein echter Wolkenbruch. Wird der hier drin sein? Ja, ich glaube, wir brauchen über meine Axt. Kleine Axt. Sieht zwar scheiße aus, aber... Zu viele Waffen, meine ich mal. Ups. Nehmen wir alles mit. So, futtern wir uns erstmal eine Birne. Level den Inventargeist gewinnt. Das Werk handelt hauptsächlich Genien des Feuers. Ifritz genannt. Okay, Bestiarum-Eintrag. Fischleute. Das Bestiarum beschreibt die Unterwasservolk der Wodjanoi. Liga und so. Das große Buch der Mineralien. Dieses Buch behandelt fortgeschrittene mineralische Komponenten, die in der Alchemie Verwendung finden. Schwefel, Ignatiasäure, Weinstein, Nezenasalz, Calcium, Phosphor, pulverisierte Perle, Pyrit, bla bla, Herzogwasser, Alvarskristall, Quecksilberlösung. Das Buch informiert über die Substanzen, die in diesen Mineralien enthalten sind. Okay. Wunderbare Welt der Insektoiden. Kikimoren. Oh, das sind die Insektenteile, ja. Vampire. Das Buch enthält Informationen über niedere Vampire, Flatterer, Garkins sowie die höheren Varianten Alps und Buchse. Es beschreibt Methoden des Kampfes gegen Bluttrinker und zerstreut Mythen, die sich um diese Ungeheuer ranken. Ja, Geheimnismeister des Südens. Sonne Sirikaniens. Ach, sie hat so ein Sprengding, was ich eh nicht benutze. Fremde Länder. Das Kaiserreich Nilfgaard ist riesig. Eins war es nur ein kleines Königreich, doch es wuchs und eroberte und assimilierte die benachbarten Völker. Heute nennt man alle Menschen des Südens Nilfgaarder. Doch nicht alle hören dies gern, da manche sich ihre nationale Identität bewahrt haben. Nilfgaard wird von einem Kaiser und Tyrannen beherrscht, er duldet keinerlei Opposition und kennt keine Gnade. Manche nennen ihn Weiße Flamme, die auf den Gräbern ihrer Feinde tanzt. Sein Symbol und das Symbol des Reiches ist eine silberne Sonne auf schwarzem Grund. Bemerkenswert ist, dass ein Vasall des Kaisers die Herrscherin des Blumentals ist, der einzigen Elfennation. Also Nilfgaard, also Elfen gehören dann zu Nilfgaard, also die einzigen offiziellen Elfen. Anscheinend. Okay.
Da haben wir natürlich. Was hat zur Hilfe? Radien. Nördlichen Königreich, es ist ein wohlhabendes Reich, das von Handel und Ackerbau profitiert. Seit Jahren führt es einen Zollkrieg gegen Temerien, seinen Hauptkonkurrenten im Norden. Wir sind hier irgendwo. Das Land besitzt den besten Geheimdienst der Welt. Die Regierung Bedaniens setzt. Nee. Steht ganz unter dem Einfluss der Zauberinnen. Ja. Aber Ungeheuer ein paar. Garkin. Garkin sind niedere Vampire. Garkin, die schmutzigsten Vampire, sind noch abstoßender als Flatterer, da Flatterer wegen ihres Aussehens weithin verabscheut werden. Kann man sich leicht vorstellen, wie abscheulich erst Garkins sein müssen. Die Kreaturen trinken Blut, wie es sich für Vampire gehört, werden aber auch von frischem Fleisch oder gar von Kadavern angezogen. Garkins werden oft mit Gargoyles verwechselt, da sie auf Dächern lauern, um auf ihre Opfer hinabzustoßen. Gegen Garkins. Wow. Ja, neue Priester. Ist ein uraltes Volk intelligenter Wesen. Sie beten eigene Götter an und ihre Priester kümmern sich um die göttlichen Angelegenheiten. Landbewohner wissen wenig über dieses unterseeische Volk und die Riten, die sie pflegen, doch das wenige, was man darüber weiß, ist furchterregend. Unterseeische Gottheiten leihen den Wotjanoi Priestern ihre Macht, sodass die Flüche mit Zauber wirken kann. Krieger. Wotjanoi Krieger, die an Land gehen, sind ein Zeichen für einen Verstoß gegen Gesetze des Fischvolkes. Entweder die Grenze eines Unterwasserreichs wurde überschritten oder ein Tabu wurde verletzt. Und eine der zahlreichen Wotjanoi Gottheiten verärgert. Hauptaufgabe der Krieger ist es, das unterseeische Königreich zu schützen. Doch wenn nötig, verlassen sie auch ihre Heimat, um ihnen zugefügte Unbill oder was sie dafür halten, zu bestrafen. Beide Aufgaben erledigen sie präzise und emotionslos. Sie zögern nicht, ihr Leben im Dienst an den Mächten der Tiefe zu opfern. Okay. Also die kommen raus, wenn man die Wasser- oder Seegötter verärgert. Riesentausendfüßler. Riesentausendfüßler heißt es, wurden im Prokylon gezüchtet und von rachsüchtigen Dryaden auf die Welt losgelassen. Diese Kreaturen sind angeblich nicht umzubringen, da sie einfach in zwei Bestien zerfallen, wenn man die in der Mitte zerschlägt. Doch dieser Unsinn über Riesentausendfüßler zeigt nur, was für größte Angst gewöhnliche Leute vor diesen giftigen Biestern haben und wie sehr sie Anderlinge hassen. Aha. Kikimor-Königin. Manche Wissenschaftler behaupten, dass sich Kikimoren wie Ameisen verhalten. Die sind eingeteilt in fleißige Arbeiter und kampfstarke Krieger. Das Leben in einer Kikimoren-Kolonie dreht sich ganz um ein großes Weibchen, das unablässig Nachkommen produziert. Die Landschaft rum um den Bau einer Kikimorenkönigin gleicht einer Wüste, übersät mit Überresten unglücklicher Geschöpfe, die sich unvorsichtigerweise in das Gebiet wagen. Nicht einmal Vogelspitzern. Switchern ist hier zu hören. Kikimorenkrieger. Eine abscheulichere Bestie wird man kaum finden. Halb Kakerlake, halb Spinne. Damen fallen in Oma. Herren zeigen sich angewidert. Der Kikimorenkrieger stinkt nach Sumpf. Aus diesem Grund bin ich sehr dafür, Ausstellungsstück Nummer 88 aus der Aula der Universität zu entfernen. Und um der Frage zuvorzukommen, was soll man sonst damit machen, antworte ich auf den Komposthaufen damit. Aus einer Petition an den Rektor der Universität Oxford. Arbeiter.
Kikimoren sind eine Beleidigung für die Götter. Die dreckigsten Geschöpfe auf Erden. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Spinnen sind sie abstoßend. Und selbst die kleinsten Vertreter, die Arbeiter, sind gefährlich. So behauptet es das gebildete, abergläubische und dumme Volk. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Kikimoren-Arbeiter wagen sich selten in die Nähe menschlicher Siedlungen und greifen auch dann nur an, wenn sie bedroht werden. Gibt es Schöneres als eine Kikimore, ein Symbol für harte Arbeit, Findigkeit und für Vorsicht? Meister Dorigarei, die wunderbare Welt der Insektoiden. Was ist das? Ifrit? Ein Ifrit ist eine niedrige Genie des Feuers, wie manche sagen. Ein Elementargeist, er erfüllt keine Wünsche, baut keine Paläste und macht niemanden reich. Doch Magiern, die das Element Feuer erforschen, leistet er gute Dienste, wenn sie die Kreatur zum Gehorsam zwingen können. Ifrits können nur von einem Hexenmeister gefangen werden, der über tiefe Kenntnisse des feurigen Elements verfügt und die ganze Erforschung seiner Geheimnisse verschrieben hat. Die Kreaturen bewerten diese Beschwörer nach einer Verbindung zu ihnen, zu ihrem eigenen Element, dem Feuer. Und finden sie ihn würdig, so folgen sie ihm getreulich in allen Dingen. Ja, egal, das sind die, die wir bekämpft haben. Der wurde von dem Azar, von dem Javed Azar kontrolliert. Einfache Leute glauben, dass Flatterer tote Heiden sind, die sich in Vampire verwandeln und nach der Bestattung aus ihren Gräbern kommen. Als Vampire attackieren sie schlafende Leute und trinken ihr Blut. Bauern behaupten, dass ein von einem Flatterer gebissener Mensch selbst zum Flatterer wird. Das ist natürlich Unsinn. Okay. Oh. Bruxa. Das heißt, Bruxa suchen attraktive junge Männer heim und saugen ihnen das Blut aus. Diese Vampire bewegen sich lautlos in der Dunkelheit und tauchen unvermittelt vor ihren Opfern auf. Bruxe können die Gestalt wunderschöner junger Mädchen annehmen, weshalb manche sie mit Wassernymphen verwechseln. Doch ihre langen Fangzähne und ihr unverhohlener Blutdurst verraten sie immer. Die Diener. Alp. Kein anderes Ungeheuer inspirierte so viele Mythen und Unwahrheiten wie der Alp. Die Leute glauben, dass sich dieser Vampir in einen schwarzen Hund oder eine giftige Kröte verwandeln kann. Manche verwechseln Alps mit Succubi und glauben, dass sie lüstern und darauf aus sind, hübsche junge Männer zu verführen. Volkslegenden beschreiben ihren Charme, ihre wunderschöne, verführerische Stimme und ihre Abschau vor Jungfrauen. Ja? Ohne jeden Zweifel wahr ist, dass sie sich lautlos bewegen, überraschend angreifen und ihren Opfern selten die Chance geben, auch nur einen Angstschrei auszustoßen. Oh. Höhlenruin. Wer ist das jetzt? Ein Dragon. Dagon. Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis die Zeit selbst den Tod besiegt. Mächte älter als die Menschheit schlummern in den Tiefen, wo kein Sonnenstrahl sie erreicht. Götter und Dämonen erwarten schlafend in unterseeischen Städten ihre Zeit und es heißt, wenn ihre Stunde gekommen ist, erwachen sie und bringen Vernichtung über die Welt. Eine dieser Kreaturen wird Dagon genannt. Er ruht auf dem Grund des Sees und wird von den Wotjanoi und Wahnsinnigen verehrt. Dagon ist die Verkörperung von Stärke und Raserei. Wenn er an Land kommt,
wird er zur Inkarnation der Zerstörung. Verbotene Bücher wie die Hymnen von Wahnsinn und Verzweiflung beschreiben Möglichkeiten, ihn anzurufen. Denn er kann nur von einem ihm geweihten Ort. Er kann nur zu einem ihm geweihten Ort gerufen werden. So, jetzt haben wir. Aha. Hier werden wir dann auch nochmal irgendwann sehen. Ist das ein Hund? Boah. Ja, noch so ein Bum-Bum. Halbfangszene. Boah. Lernen. Dimeterium ist ein seltenes Edelmetall mit einer interessanten Eigenschaft. Er unterdrückt den Transfer magischer Energie. Eine bläuliche Legierung aus Eisen und Dimeritum wird zur Herstellung von Handschellen und Halsketten verwendet. Die Person, die sie trägt, kann weder Zauber wirken, noch in irgendeiner Weise Magie anwenden. Es sind jedoch Fälle außergewöhnlich mächtiger Zauberer bekannt, denen es gelungen ist, die durch Dimeritum geschaffene Blockade zu überwinden. Was? Die Macht Zauberzüge wird aus den Elementen gezogen. Die beste und zugleich gefährlichste Quelle ist Feuer. Hexenmeister, die sich auf Feuermagie spezialisiert haben, erlangen häufig große Macht, bezahlen aber mit ihrer Sucht nach dem Feuer und erleiden Verbrennung oder gar den Tod in den Flammen. Die Essenz des Feuers wird ihre Essenz, was sie verwundbar durch Wasser macht. Warte mal schon. Ich hätte immer noch ganz gerne hier den Händler hin. Viralinkung, ne? Was für ein Hotdog. Fünf und Pfund. Ach, was ihr sagt. Ein Händler. Ich bin ein ganz. Hier sollten haufenweise Händler sein. Wir haben hier aber alle verkrieselt, ja. Nur die Wachleute, die hier noch stehen. Der Pflichtruf. Perfekt. Ein Hexer ist das Sahnehäubchen auf diesem Chaos. Ja, ich weiß schon. Ich bin mir sicher, dass es nicht regnen würde. Oh, na endlich. Gehen die wieder auf ihrem Posten her. Was für ein Unsinn. Waffenhändler. Endlich einer, der meine Waren zu schätzen weiß. Was bietet ihr denn feil? Früher handelte ich mit landwirtschaftlichem Gerät, aber neuerdings bringen Waffen mehr ein. Zeig mal. Irgendwelche Runensteine. Da, ja, ein Runenstein. Steck die Klinge vorübergehend. Ja, jetzt auch nicht. Zeremonien. Schaden minus 30. Entwaffnen 60 Prozent. Brauche aber ewig, bis sie tot sind. Schaden minus finde ich jetzt nicht so irre. Besser. 30% Schaden und damit 20% noch alles. Plus die Skills, die wir haben. Und was jetzt? Die
Können wir mal seine ganzen Bücher wiedergeben? Vielleicht. Gib auch noch Geld wieder raus. Aber nicht zu wenig. Warum glotzt ihr so? Geht doch gar nicht. Wie lange denn noch? War ein Kaufmann? Gerald von Riva nehme ich an. Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von gemeinsamen Freunden. Sie lautet: Mischt euch nicht in Angelegenheiten ein, die euch nichts angehen. Dann Salamandra oder was? Ich habe eine Nachricht für diese gemeinsamen Freunde. Sprecht. Sag ihnen, wir werden uns bald treffen. Sie sollten selbst mit mir reden. Keine Sorge. Eure Wege werden sich bald wieder kreuzen. Das ist kein Schnäppchen. Warum das ist Plunder. Immer Witze. Die verlangen so gut wie nichts. Wir haben keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Diese Waren können unmöglich so teuer sein. Und doch sind sie es. Laien? Alchemist. Falls euch die geheimen Künste reizen, speziell die Alchemie, seid ihr gewiss an meinen Waren interessiert. Stellt ihr Tränke her? Nein, ich handle nur mit ihnen. Okay. Oh ja, halt wirklich nur. Erscheinungen abwehren noch. Ja, nehmen wir mal. Riesentausendfüßler abwehren noch. Ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man diesen ganzen Talismänner haben. Na, es ist nichts. Sieh mal. Nichts, was einen vom Sockel haut, glaube ich. Wäre Rubedo nicht besser? Vor uns liegt ein mageres Jahr. Die kennt man, ne? Exotische Waren. Ja. Hier kriegst du noch ein bisschen Käse, Birne und Fisch. Hat dir sicher noch gefehlt, ne? Blumholz von starker Alkohol. Warum nicht? Oh, seid gegrüßt! Wäre Rubedo nicht besser? Ich bin müde. Was für ein Unsinn! Ein wahrer Kunstliebhaber. Holzhändler. Schmerz. War das ein Zwinkern? Pfeif auf Geheimhaltung. Jeder weiß, dass ich Informationen verkaufe. Was darf sein? Ja. In Alt-Vysima herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Bald werden wir erfahren, was die Anderlinge planen. Willkommen. Edle Getränke und andere Waren. Und Alkohol? Durch königlichen Erlass verboten. Verboten. Er verkauft echt nur Tafelwasser? Ach du Scheiße. Apfelsaft, Kuhmilch, ja du mich auch. Schnapshändler der Kuhmilch. Was hat sich Folter jetzt bloß wieder aus? Dafür mal Bier 200 Stier Holz und alles grün wie ein Schuljunge. Ich will mir hier keine Saune.
Hunde verkaufen, dass ich mir endlich mal ein bisschen Silberschwert baue. Das war das Idee. Na cool, wie die alle tanzen, ne? Was haben die denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Denkt ihr, dass euch die Schilde der Ritter vor dem Zorn der Salamandra schützen? Da irrt ihr euch! Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Geht ihr immer mit dem Schwert einkaufen? Ja. Weil wie... Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Was? Ja, ich bin ein bisschen overwhelmed. Ich glaube, wir bringen da schnell den Sensor an. Der soll hier sein. Tolle Idee! Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Boah, leck mich am Arsch. Ich bin hier in Rom. Also echt jetzt. Vielleicht Federer? Ist das heiß in diesem Ding? Da rechts war. Da. Ich bin erschöpft. Escape. Da. Zack. Sollte mit Triss reden. Ich bin erschöpft. Tolle Idee. Ich höre ein Hexer. Eine steckt eure Frau. Ja, wir brauchen Diamanten für den einen. Diese Formel muss neu. Für den Schmied. Ein Hexer. In der nächsten Runde gehen wir zuerst mal in die Kneipe. Wir haben ein paar Edelsteine, dann geben wir das dem Schmied. Und vielleicht gibt er uns dann eine Rune, ich weiß auch nicht. Ach, verflucht seien sie alle. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.